Oh, eigentlich, dass der Direwolf hier irgendwo drinne hockt, ne? Kann ich hier irgendwo hoch? Dass ich ihn umgehen kann vielleicht? Ja, wunderbar, hat geklappt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob unser Raptor das schafft, ne? Immerhin ist er noch sehr low-levelig. Low-levelig. Hört sich gut an, ne? Low-levelig. Und ich habe so die Befürchtung, dass dieses Mistviech über kurz oder lang den Weg zu uns finden wird, dieser Direwolf. Und dann sind wir so ein bisschen in der Bredouille, ne? So nach dem Motto, ah, was jetzt? Ich habe da kein gutes Gefühl, ehrlich gesagt. Wir müssten jetzt hier unten langsam anfangen, hier das, den Berg hochzusetzen, ne? Können wir ja mal machen. Siehst du dann, dass wir wegnehmen? Können wir machen, wir brauchen Esand. Das heißt, nehmen wir auch mal das hier weg. Hauptsache, ich kann mich noch bewegen gleich. Tja, eben habe ich es noch gesagt. Hätte ich mal nichts gesagt. So, dann schmeiß ich mal kurz die Steine weg hier. Oh, ist das ätzend, ne? Also das mit den Menüs nervt. Also ich verstehe nicht, warum ich dann nicht da hingehen kann. So, was soll das jetzt hier? So, jetzt kann ich mich ja bewegen, oder? Ah, Gott sei Dank. So, sonst sieht man ja wieder nichts hier. Okay, mal schnell reingehen ins Haus. Irgendwas hier reinwerfen. Einfach erstmal alles hier reinwerfen. Müsste eigentlich reichen, dass ich den Rest hier mitnehmen kann. Gerade das mit dem Sand ist wichtig. So, wunderbar. Bleib locker, Freund. Bleib locker. Gut. Das ist soweit gesichert. Ich dien kann hier rein. Der Saft natürlich auch. Auch der Sand. So, kann das schon mal hier loslegen. Sehr gut. Ein bisschen Stein haben wir auch. Das ist auch ganz okay. Das kann man mal so ein bisschen sammeln an der Stelle. So, und ich pack das mal hier alles hier rein. Wir haben recht viel Fleisch. Das finde ich gut. Finde ich sehr gut, ehrlich gesagt. Aber wir brauchen Fleisch. Ja. Notwendig. Ich glaube, ich habe sogar ein paar Narkobeeren, ja, aber das ist nicht genug, dass wir damit irgendwas anfangen könnten. Und auf geht's. So, oder sind hier noch welche drin? Ja, aber klar. Da ist uns nichts weiter. Na gut, mit dem Leben müssen wir mal schauen, dass wir damit vielleicht irgendwas anfangen können. Mal überlegen. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Nee, ist auch nix. Schade. Jetzt habe ich das ganze Gammelfleisch und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Naja, irgendwas fällt uns schon noch ein. Sieht ja safe aus im Moment. Wie ist es bei dir? Hast du schon Level up? Nee, noch nicht. Bald hoffentlich. So, was haben wir denn hier eigentlich? Rüstung haben wir, okay. Also dieses Wüstenzeugs, ne? Seide, ja, dieses mit dem ich in Seide, kann ich eher wirklich auf Leder setzen. Auch wenn das natürlich uns überhaupt null schützt, was jetzt irgendwie Hitze angeht. Das macht es ja eigentlich noch schlimmer. So, mal gucken, wir können ja hier wieder ein bisschen was dazulernen. Was es hier so Schönes gibt. Treibstoff, okay. Räucherkammer, könnte man vielleicht, muss aber nicht sein. Treppe, nee, garantiert nicht. Stein auch nicht. Hatten wir eigentlich schon einen Raptorsattel oder sowas? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ha, was war das aus Lehm, genau. Ich guck mal kurz nach dem Raptorsattel. Du müsst eigentlich oben sein, ne?
Doch, da haben wir schon freigeschaltet. Ah ja, okay, sehr schön. Dann bin ich beruhigt, dann bin ich auf der sicheren Seite. Hält dich warm. Ja, genau, das ist es, was wir nicht gebrauchen können. Okay. Ah, nee, es bringt mir jetzt auch nichts. Und das hier? Auch eher uninteressant. Das ist wirklich so die Sache, was machen wir? Also wir könnten eine Räucherkammer machen. Ein Nebenfundament wäre vielleicht auch ganz okay, aber ich glaube, wir haben alles aus Holz. Das ist dann auch schon ausreichend. Sonst noch irgendwas, wo ich sage, das könnte man gebrauchen? Schwierig. Echt schwierig. Wir könnten, ne doch, wir könnten ein Beet machen. Ja, wir haben ja Wasser hier. Ein Beet und eine Bola. Ja, das ist ganz gut, weil damit könnte man dann zum Beispiel die Raptoren fesseln. Finde ich okay. So. So viel Leder. Alter Schwede. Wahnsinn. Reicht das nicht vielleicht schon für einen Raptorsattel? Okay, jetzt muss ich erst gucken, ob wir nicht schon wirklich schon einen Raptorsattel gebaut haben, weil das hieß nämlich, wir haben jetzt gerade genug, um den wirklich zu benutzen. Das wäre mega geil. Ne, es sieht echt so aus, als ob ich... Das nicht... Ja, geil. Sehr schön. Dann können wir den sogar benutzen? Das ist ja Hammer. Gucken, wie viel gibt es an Erfahrungspunkten? Wahrscheinlich nicht viel. Na ja, gut, knapp 50, ne? Ja, ist schon okay. Jetzt haben wir natürlich so nichts mehr. Aber wir können aus Lehm noch ein paar Sachen herstellen. Das finde ich jetzt sehr hübsch. Wir haben genug Ressourcen da. Genau, eine Lehmleiter. Mhm, hierhin. Wobei, warte mal. Lehmdach wäre vielleicht mal nicht schlecht. Was brauche ich jetzt für die Lehmleiter? Holz. Echt, so viel Holz brauche ich dafür? Wow. Okay. Ich muss ja sowieso die Kisten hier erstmal abreißen. Packen wir das mal alles hier rein. Man kann das ja so schön einlagern. Ne? Ist ja nicht so, dass es weg ist. So. Ja, Leder ist natürlich jetzt so gut wie nichts mehr übrig, aber das ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht anders zu erwarten gewesen, ne? Nachdem wir da so viel investiert haben. Damit wir diesen Sattel benutzen können. Aber immerhin, also, das ist gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Ach ja, jetzt langsam voran. Und hier haben wir jetzt auch bald richtigen Schutz. Das finde ich sehr schön. Wie ist es hier? Ja, Temperatur noch sehr warm, aber ist schon okay. So, das wird jetzt am interessantesten. Ja, weil ich dann nämlich dann schon überladen bin. Das ist toll. Kann ich nicht von hier aus darauf zugreifen? Warte mal. Kann ich das hier hinpacken? Genau. Aber wir haben verdammt viel Tin. Das ist echt gut. Also, ich überlege, wo wir überall später noch Zement brauchen. Ist das wirklich nicht schlecht. Aber ich brauche auch sehr viel Zündpulver. Wenn ich das gerade mal so überlege. Machen wir mal ein bisschen was hier, ne? Das ist nicht viel, aber zumindest ein bisschen. Okay, na, das ist echt nicht viel. Und hier, ja, man sieht das leider nicht, ne? Das ist durch die Schriftgröße echt ein bisschen nervig. Natürlich bin ich am überlegen, weil Chitin-Sachen würden definitiv besseren Schutz geben, ob wir das dann nicht einfach aufsparen. Ich würde schon fast sagen, ja. Wir sparen uns das ein bisschen auf. Dann nehmen wir das einmal alles mit. So. Dann packen wir das hier alles dann hier rüber. Das ist eine Peitsche und... Alles rein. Oh, ich hasse das, wenn der manchmal so hochglitscht, ne? So nach dem Motto, hey, ich muss jetzt an das andere Feld, oder auf das andere Feld zugreifen.
Ah, du hast ein Level-Up, sehr schön. Das heißt, du bekommst auf jeden Fall Lebensenergie dazu. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Gut, Wunderbärchenhaft, den können wir den benutzen. Muss ja nur schnell genug werden. Ja. Ich hab so kein gutes Gefühl dabei, aber egal. Ist egal. Machen wir das hier rein. Wie sieht's hiermit aus? Wie voll komisch. Ah, die Katze. Ja, ich muss ja gleich gucken, der Kater macht hier gerade Terror. Gut, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. In diesem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zocker.